erforscht und es wird gekocht, wenn Strom da ist, und sonst ist alles einfach Sauerstoff da, da brodelt alles. Und die Laufräder betrieben werden. Die müssen jetzt auch nur so lange laufen, bis der Strom voll ist. Und dann drehe ich die Laufräder wieder runter. So, wie lange hält der Strom über Nacht? Gut, wenn die es schaffen, die Batterie voll zu machen, dann ist echt gut über Nacht. Dann muss nachts keiner nur Luft schnappen. Haben wir noch zwei Laufräder auf 9 und voll die Leistung. Dann geht's schneller mit dem Aufladen. Gut, ich hab's mal auf Silber gedreht. Ja. Gucken wir mal, wie sich's da verhält. Ich hab noch 3 freie Bette. Der Timer ist schon wieder auf der Hälfte. Jeweils sind wir unten mit dem Graben. Da waren sie zum länger nicht mehr. Sind halt auch noch mit dem Aufrahmen beschäftigt. Lager wird nicht lange. Supercomputer, ne, die 9 drin gehabt. Deswegen hat Amy Junior sich nicht drum gekümmert. Die andere Sache waren wichtiger. Also, na, jetzt kümmert sie sich drum. Ah. So Kleinigkeiten, die dann erst im Nachhinein auffallen, wenn es zu spät ist. Guck mal, wie schnell das Forschen geht. Wenn es mal benutzt wird. Stromversorge 9. So. Warum habe ich die Laufräder wieder niedriger gedreht, werden sie wieder nicht benutzt.
unzureichend Sauerstoff und Munition. Tja. Es rennt, ihr Kenner. Ne, stimmt, aber mit der Temperatur war es nicht. Alles nicht so leicht in dem Game. Tja, 79 schon wieder nicht gestrampelt. Die Forschung ist fertig. Wow, das hat echt lang gedauert. So, was haben wir da? Kühlschrank. Farm. Dünger. Landwirtschaftsstation. Machen wir doch da einfach weiter. So, dann haben wir Stopp. Was haben wir dann dazu gekriegt? Wir haben die elektrische Grille zugekriegt und Acker. Lässt eine einzelne Pflanze. Können wir das da dazwischen setzen? Ich mache es jetzt einfach mal einmal. Und die elektrische Grille. Machen wir da unten. So, wo ist noch was Neues? Da. Kantinentisch. Ah, okay. Die können ganz normal essen. Ja. Machen wir es da hier, oder? So, da, zwei Stück. Gut. Kabel für die elektrische Grill. Muss natürlich auch gezogen werden. Machen wir ein bisschen sparsam, gehen gleich da runter. Ja. Dann weiter. Jetzt bauen sie anscheinend die Grillen schon auf. Jetzt werden wir Ressourcen dafür geholt zum Bauen. Ah, haben wir jemand Neues? Hat sich schon jemand Neues im Chat gemeldet? Der jetzt als Kolonist quasi mitspielen will. So. Der kann nicht kochen. Den würde ich auslassen. Da haben wir zwei Kocher. Schaut mal. Steht wieder Emmy drin. Kommt, zwei Ladies, welche nehmen wir? Ich tendenziere zu plus 5 Koche. Name? Na, Chat, der Name, hier mit. Fauxi, schön, dass du dich gemeldet hast. Und schon bist du mit dabei. Willkommen bei Impi's Disaster. Oxygen not included. Sollen wir der gleiche Job geben, Foxy? Du hast ja Koch 5 gehabt. Ich würde dich da dazu nehmen. Beim Kochen. Dann haben wir jetzt auf dem nächsten Grill. Da wird es benötigt. Guck das an, wie du dich fräst über dein Hütchen. Schä. Ja, Foxy, wer sich bei mir im Chat meldet, ist direkt dabei.
ne? Wenn du da mal so drüber guckst, wir stoppen mal kurz. Wir haben dabei die Fanny, Etekna, das sind ihre Geschwister, Schwester. Der Jazz meldet sich ziemlich auf dem Chat. Der Silvan freut sich immer, wenn er dabei ist. Der Schatten X ist dabei. Der Sarudi. Der Kai zockt. Der war bei der Erstrund leider ausgelost. Und kam kein Kolonist mehr. Die sind mal alle kaputt gegangen. Und so wurde er nämlich reingeschleust. Er ist jetzt zwar nämlich im Chat aktiv gewesen, aber ja, ich konnte mich an den Namen noch erinnern. Und somit ist er in Kolonie 2. Emmy ist gleich beim Start von der neuen Runde gestorben. Und somit haben wir jetzt Emmy Junior, die nachgerückt ist. Das Fähige ist schon dazugekommen und jetzt du selbst. Ja, 2 Bette habe ich noch frei, dann muss ich wieder neu anlegen. Die Tür ist wieder auf 1, dauert also. Also bis jetzt ist mir nur die normale Emmy gestorben. Wie gesagt, am Anfang, da gab es einen kleinen Unfall mit Absturz und so und ja, in ein Loch, wo keine Luft mehr war und dann hat sie keine Luft mehr gerät. Wir haben es auch nicht geschafft, sie vorher rauszuholen, die Armen. Ja, Schicksal. Aber die zweite Runde war totales Desaster. Ich meine die erste Runde und bei der zweiten Runde läuft es einfach. Zur Zeit. Es geht. Voran. Kontinuierlich. Wasserversorgung macht mal ein bisschen Seuche. Aber wir können uns, glaube ich, da oben langsam hochbohren. Dass man das Wasser krümmen oder wir lassen es hier runterfließen und sammeln es da dann erst. Ich glaube, das wäre besser. Ne? Schon abgeschlossen. Glaube ich nicht. Ja, wir bohren uns da nur von dann. Geht das besser. Immer das doch gerade in der Auftrag. Der Job lohnt sich nicht. Ich spiele mit deinem Leben. Gar nicht mehr. Du bist durch diese Tür gekommen und du kommst jetzt hier nicht mehr raus. Wir müssen hier alle dafür sorgen, dass Luft entsteht und so. Deshalb wird sich auch hier abgestrampelt, ist die Stromversorgung. Richtig hamsterradmäßig, die Batterie werden dadurch aufgeladen und dann funktionieren auch die Lebenserhaltungsmaschine alle. Wir haben ein paar, die ohne Strom funktionieren. Das hier, also so Algeterrarium, da wird Sauerstoff produziert. Aber halt nicht lang nicht ausreichend. Ich kann da die Sauerstoffzufuhr mal zeigen. Alles was blau ist und türkis ist, ist gut. Was rot ist, ist gefährlich. Da ist nicht so gut Sauerstoff, da wo noch schlafen, da ist eigentlich ausreichend. Ja. Ich denke, da bei der Toilette ist halt schwierig. Die müssten mal ein bisschen absperren. Ja, das ist auch doof. Nicht empfehlenswert.
Ja, im Moment geht's, ne? Amy Junior macht sich gut. Wir müssen doch noch weiter Nuna. Ist zwar gefährlich, aber wir müssen doch Nuna. Erfahrener Minenarbeiter. Okay. Das geht doch. Darf sie jetzt ein neuer Hutart ziehen? Ich interessiere die Fanny. Hat quasi Beförderung in ihrem Beruf kriegt. Ja, das mit dem Tod, ne? Tja, tja, tja. Wo ist denn die Fanny? Da, gleich das erste Bett. Mich interessiert, ob sie ein neuer Hut kriegt. Jess hat ja einen normaler Hut. Ja, nein, sie bleibt mit dem Hut besetzt. Oh, ne. Orange. So, somit bist du die Erste, die in ihrem Beruf aufgestiegen ist. Hast dich gemacht. Fauxi, hiermit überreiche ich dir deinen Sturmtruppler-Helm. Reih dich neben den anderen Sturmtrupplern ein. Und willkommen beim Imperium. Auf Twitch. Twitch Imperium. Ja. So, weiter im Text. Die Wasserversorgung, da habe ich mir ja schon einen Weg gemacht, um dort hier zu kommen. Ich werde dann das Wasser von hier runterleiten und dann hier nochmal so eine Pumpe reinbauen. Also das hier handbetrieben, weil mir hier langsam das Wasser ausgeht. Ciao, ciao. Der erste, der uns... Oh, 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 oh. Wir haben wieder eine Entwicklung. Die Forschung ist beendet. Wir schauen, was haben wir Neues? Diese Farm. Okay. Das hier war der normale Acker. Ja. Jetzt haben wir das hier. Das würde ich jetzt hier einfach mal hinsetzen. Hoppla. Wo waren das jetzt hier? Und wir haben den Kühlschrank dazu bekommen, der natürlich Strom braucht. Machen wir gleich mal zwei hier hin. Und das Kabel dafür. Zack. Zack. Mit. Die Kühl ist noch nicht mal gebaut worden, denke ich, dass die Kühlschränke auch demnächst nicht kommen. Düngerfabrikator. Verbraucht schmutziges Wasser, um Dünger herzustellen. Oh, wir haben eine Möglichkeit gefunden für die grünen Subdurhive. Und die zu verbrauchen, das finde ich gut. Könnten. Ui, ist das aber ein Gerät, ja. Ich setze das trotzdem mal. Aber ich habe diese Wasserrohrsystem noch nicht gelernt. So, was haben wir hier? Landwirtschaftsstation. Produziert. Spurenelementdünger zur Steigerung der Pflanzenwachstum.
house every other night.